Grüßt euch. Neues aus der Werkstatt. Ich möchte mal wieder ein Video machen. Habe im Internet zum Thema Agro Plus 70 Kupplung. Habe ich eigentlich nicht viel gefunden. Druckt mir das. Möchte das ein bisschen festhalten. Den Kupplungsschaden von dem Schlepper im Hintergrund. Was gibt es dazu zum sagen? Der Schlepper hat 6800 Stunden drauf. Der Besitzer hat in den letzten Tagen ausgiebige Frontladerarbeiten gehabt. Hat ein bisschen mehr Erdbewegungen gemacht damit. Und auf einmal hat das Fahrzeug gestungen und ist nicht mehr zum Fahren gekommen. Ich werde mir das jetzt einmal anschauen und einmal bildlich was festhalten für die Hobbyschrauber, wenn man so einen Schlepper in zwei Teile zlegt. Ich habe mir jetzt einmal den Schlepper reingelegt. Da sieht man den Betätigungszylinder, die Leitung, was zurückgeht. Bei dem Schleppermodell hat man da die Möglichkeit, da vorne die Schraube zu entnehmen. Das macht man auch, wenn man den Zylinder mal raus tut, dass man da vorne in der Betätigung in den Hebelwerk auch wieder einfädeln kann. Und ich werde jetzt einmal einen schnellen Blick riskieren da rein und werde die Schrauben aufmachen. Man hat auch bei dem Schleppermodell unter dem Blechstreifen da mit den 8er Schrauben auch die Möglichkeit, da man um einen schnellen Blick in die Kupplungsglocke, das Kupplungsgehäuse wagt. Aber die Schrauben habe ich jetzt schon locker gemacht, die drehen wir jetzt raus. Da fällt was da drin. Das schaut ganz nach Kupplungsstaub aus. Jetzt habe ich das Loch einmal hergerichtet mit dem Licht und mit dem Handy. Schauen wir mal, ob wir da ein schönes Bild zusammenbringen, ob man das erkennt. Ich glaube, das ist Kupplungsbelag. Da hat es die Kupplungsschein komplett zerfetzt. Ich denke, dass das eine eindeutige Sache ist, dass sie da die Kupplungsschein aufgelöst hat. Das schaut nach Aramide-Kohlefasern aus, nach Kupplungsbelag. So, das war's jetzt mit der Bestandaufnahme. Ich werde jetzt da ein bisschen was vorbereiten. Der Schlepper hat ja noch die Frontlagerkonsolen dort. Mit Hinterachsabstützung. Wahrscheinlich werde ich auch den Allrad abbauen. Die ganze Verkleidung, die Seitenverkleidung. Dann schaue ich, dass ich ihn ein bisschen gewaschen kriege. Ganze Zeit muss einmal weg. Und wenn das passiert ist, mache ich wieder weiter mit dem Video. So, weiter geht's im Video. Wir haben jetzt schon gewaschen, Verkleidungen alles abgebaut und auch schon einige Trennstellen auseinandergeschraubt an Leitungen und Bautenzug und elektrische Kabeln zum Trennen vom Motor und Kupplungsgehäuse. Und jetzt, dass das Video nicht zu lang wird, noch einen kurzen Blick, was ich schon alles weggeschraubt habe. Fangen wir unterm Schlepper an. Die
Allrad, die Welle habe ich schon weggeschraubt. Dann erwartet da einem noch die Bremsleitungen. Die haben ein bisschen gefuchst. Die waren noch nie offen. Da habe ich die Leitungen, die Muttern rund gemacht. Ich habe auch da den Blechdeckel, den angesprochenen, aufgemacht, da ich nochmal eine Sieg ins Gehäuse. Und da sieht man auch schon wieder Fetzen von der Kupplung. Die Wellen ausbauen geht auch leicht. Sieht man da der Muff. Sicherungsring weg bei den Muffen. Dann kann man in der Mitte von der Muff so einen Stahlstift rausziehen. Dann kann man die verschirmen. Dann schauen wir uns die rechte Schlepperseite an, was uns da erwartet, wenn man den Schlepper trennen will zwischen Motor und Kupplung. In meinem Fall habe ich jetzt die Frontlader-Konsole ja schon weggeschraubt und das Ventil da abgelegt. Von der Einspritzpumpe erwartet uns ja Bautenzüge vom Absteller. Dann die Kraftstoffrücklaufleitung. Und den Bautenzug vom Gas. Die linke Schlepperseite. Frontladerkonsole habe ich auch schon weggebaut. Ich habe auch einen Anlasser rausgenommen. Die Schrauben gehen nicht durch vom Motor ins Kupplungsgehäuse. Das hätte ich mir jetzt wahrscheinlich auch sparen können. Aber ich schaue da gerne mal rein. Und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt ist es einmal praktisch, wenn man einen Motor an der Schwungscheibe ein bisschen dran kann. Darunter ist der Kupplungszylinder. Den habe ich jetzt die Leitungen nicht getrennt. Den habe ich mir jetzt da auf der Seite abgelegt. So, und jetzt oben die Leitungen. Den Leitung, elektrische Kabel, den Schacht, was da herum alles ist. Da haben wir jetzt auch angeschaut. Fangen wir mit den Ölleitungen an. Da haben wir einmal der Ölkühler. Die Leitungen habe ich jetzt nicht getrennt. Der Kühler lässt sich entnehmen. Ist beweglich. Denke mal, dass ich dann später den auf dem Motor ablegen werde, wenn ich den Schlepper trenne. Dann haben wir die Leitungen vor der Lenkung. Die haben da heroben verschraubt. Den Halter habe ich weggeschraubt. Die Leitungen getrennt an der Trennstelle. Und einmal gerade Wikinger lassen. Und dann natürlich die Elektrik. Da haben wir zwei Kabelbäume. Einmal einen, der wo da unten drin angesteckt ist. Und an den Kabelbäumen, da haben eigentlich Öldrucksensor und das ganze alles dort. Geht auch noch ein Dix Plus Kabel mit. Vom Anlasser unten, das habe ich rausgezogen, rausgefädelt. Und der zweite Kabelbaum. Da geht der Vierer an die Lichtmaschine. Den habe ich auch da gerade getrennt. Und den werde ich auch da oben liegen lassen beim Trennen. Und alles ein bisschen nachschuppen. Und was uns noch erwartet, ist in der Kraftstoffpumpe.
eine elektrische Kraftstoffpumpe, die Saugleitung vom Tank. Die ist darum auch in dem Kabelkanal drin. Die lasse ich jetzt auch mal baumeln, wenn ich das auseinanderziehe. Da schaue ich mal, was mich erwartet. Also im Ganzen schön gemacht, kein großer Akt. Die Schrauben vom Kupplungsgehäuse lösen, das wäre jetzt meine nächste Arbeit. Da werde ich jetzt meine Gleiswaage unten aufbauen und mir noch einige wahrscheinlich Spezialschlüssel anfertigen, da ich da mit der Kabine mit engstem Raum da die Schrauben lösen kann. Mal schauen, was mir da geht. Da werde ich jetzt das vorbereiten. Dann geht es wieder weiter im Video. Die zwei roten Schrauben einmal da, wo man von der Gegenseite das Gewindeloch sieht. Und da herum habe ich den Schlüssel schon drauf, funktioniert. Gabelringschlüssel. In meinem Fall habe ich gerade also eine kleine Ranschenverlängerung verlängert, weil die richtig schwer zum Aufmachen. Aber es funktioniert. Jetzt geht es weiter auf der rechten Seite. Da sieht man, da haben wir jetzt ein bisschen einen Schlüssel verbogen. Ein bisschen die Kröpfung genommen. Das funktioniert. Und dann arbeite ich mich da unten weiter fort. Da kommt der Imbusch raus. Schauen wir mal, wie es mir da geht. Es ist soweit. Sesam, öffne dich. Er macht schon einen Spalt. Ich habe hier unten die Gleiswaage rein da, habe rundum und um die Schrauben aufgemacht, haben ein paar versteckt drin. Aber es hat funktioniert, ich habe alles mit dem Gabelringschlüssel aufmachen können. Auch der Imbusschrauben da herunter hat nicht geärgert. Und die Mutter habe ich außer da können, wie er ein bisschen einen Spalt gemacht hat, also sprich Kabine oder irgendwas weggeschrammt, war jetzt nicht der Fall. So, auseinander ist er. Schauen wir noch mal rein. Und das schaut doch ganz nach Kupplungsbelag aus. Kommt mir jetzt noch nicht so. Aber das war es jetzt für heute. Wie zu erwarten, die Welle ist mit Vierer gekommen. Die wird in der Verzahnung vorne feststecken. Sprich, das werde ich dann im nächsten Video angehen. Habe ich zumindest vor. Da haben wir die Zeit, wenn es passt, noch nimm. Und dann machen wir noch einen Teil 2. Wenn ich die Kupplung zlege und den Schaden nochmal bildlich festhält. Soweit denke ich mal, dass für einen Hobbyschrauber ein bisschen eine Hilfe ist, wenn man so einen Bullock in zwei Hälften macht. Und in diesem Sinne, für dich.